Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Unser Gehirn spielt eine zentrale Rolle bei all unseren bewussten und auch unbewussten Wahrnehmungen und Handlungen. In diesem Video sehen wir uns deshalb den Aufbau unseres Gehirns mal etwas genauer an. Am Ende dieses Videos kennst du die Größe des Gehirns, seine Lage im Schädel, weißt etwas über die Schutzeinrichtungen und natürlich auch über die Gliederung des Gehirns. Damit du alles gut verstehst, wäre es vorteilhaft, wenn du dich schon mit Nervenzellen und Synapsen beschäftigt hättest. Hier siehst du den knöchernen Schädel eines Menschen. Er wird in der Regel in den Gesichts- und den Hirnschädel unterteilt. Wenn du genau hinschaust, dann fällt dir sicher auf, dass den größten Teil des Schädels der Hirnschädel ausmacht. Das kommt daher, dass in diesem Teil, gut geschützt von den Schädelknochen, unser empfindliches Gehirn liegt. Beim Erwachsenen wiegt es im Durchschnitt 1400 Gramm und enthält etwa 15 Milliarden Nervenzellen. Da unser Gehirn, wie gesagt, sehr empfindlich ist. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com